Eine Mitralklappeninsuffizienz, sehr langer Begriff. Die Mitralklappe ist die größere Herzklappe auf der linken Seite des Herzens zwischen Vorkammer und Kammer. Ihre Rolle ist zu öffnen, um die Füllung der Kammer zu ermöglichen und dann komplett zu schließen während der Kontraktion der linken Herzkammer. Die Mitralinsuffizienz oder Mitralklappeninsuffizienz bedeutet, dass diese Klappe nicht mehr richtig schließt, ist undicht. Diese Undichtigkeit, wenn sie nur leicht ist, kann vom Körper gut toleriert werden. Wenn sie höhergradig wird, führt es zu einer Volumenbelastung, zu einer Belastung der linken Vorkammer, zu einer Lungenstauung. Und der Patient beklagt typischerweise Luftnot, erstmal bei Belastung und dann irgendwann auch in Ruhe. Das lässt sich therapieren, wenn die Klappe primär betroffen ist, meistens chirurgisch. Und wenn nur die kranke Herzkammer die Ursache ist, dann meistens mit interventionellen Methoden wie mit Clipping-Verfahren.